ganze Ding schon viel zu lange her. Keine Erinnerung an die guten Zeiten mehr. Lügen. Lügen beschreibt die Beziehung, wenn sie wirklich komplett im Arsch ist. Also wenn gar nichts mehr geht und wenn man sich so überlegt, was war da eigentlich so toll dran an dem Ganzen. Lügen war ein Song, den habe ich in circa 2 Stunden geschrieben, aufgenommen und arrangiert und wir haben den so auf Platte gemacht und haben da eigentlich nie was dran verändert. Also der ist heute noch in der Urfassung eigentlich. Ja, genau. Und ich erinnere mich einfach, wir haben damals das Album aufgenommen und dieser Song ist auf einmal da gewesen. Und das fand ich klasse und wir fanden den auch alle ganz gut dann einfach so, einfach weil es einfach gepasst hat dann auch so. Das ist, glaube ich, das letzte Stück sogar auf dem Was Album, man dazu sagen muss, der war eigentlich gar nicht fürs Album gedacht. Wir hatten nur keine 10 Songs, weil uns bei den Aufnahmen von allen die Schlagzeugspuren verreckt sind. Richtig. Und dann hatten wir einen Song zu wenig. Mhm. Und da bei diesem Song kein Schlagzeug dabei ist, haben wir den geschwind mit drauf geklopft und sind dann auf unsere 10 Songs gekommen. Und der Matthias hat, glaube ich, dann noch ein paar Klavierdinger drüber gehabt. Die waren schon drauf. Die waren schon drauf, okay. Aber ich glaube, ja. Auf jeden Fall war das eine sehr coole Nummer, die wir natürlich auch noch nie live gespielt haben. Den werden wir wahrscheinlich auch nie live spielen. Den werden wir nie live spielen, glaube ich nicht. Aber er passt einfach für die ganze. Also fürs Album Abschluss fand ich den richtig gut. Also das war eine saugeile Idee, muss ich schon sagen. Also mir gefällt der Song sehr, sehr gut. Ich würde da. Ja, du siehst ein, dass nichts mehr.